Sehr geehrter Herr Professor Walzer, sehr geehrter Herr Kollege Schmidt aus dem Saarländischen Landtag, meine sehr verehrten Damen und Herren, zuerst einmal herzlich willkommen in der Staatskanzlei und Entschuldigung dafür, dass ich mich etwas verspätet habe, aber Sie haben ja sicherlich aus den Medien verfolgt, dass wir gerade eben ganz knapp die Haushaltsklausur der Saarländischen Landesregierung beendet haben und dass wir jetzt eben nochmal der Presse die Ergebnisse vorgestellt haben. Und da es da noch eine Reihe von Journalisten gab, die wissen wollten, ob wir wirklich auch genug gespart haben, hat das Ganze etwas länger gedauert. Der Finanzminister erklärt es gerade noch und ich habe mich jetzt etwas vorzeitig verabschiedet. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier eröffnen kann eine sehr spannende Veranstaltung, die für das Saarland, nicht nur für das Saarland, aber sicherlich auch und gerade für das Saarland, neben den ganz profanen Fragen der finanziellen Gestaltung unserer Haushalte eine sehr spannende Frage aufwirft, nämlich das digitale Wir, welche digitale Gesellschaft möchten wir sein? Und was ich besonders spannend an dieser Veranstaltung finde, an diesen Foren, an diesen Workshops, die heute angeboten werden, ist, dass wir hier in diesem Bereich feststellen können, dass sich diese Foren, diese Veranstaltung nicht nur mit den üblichen Fragen beschäftigen. Wenn wir oft von digitaler Gesellschaft reden, dann auch mit Blick auf das Thema Landespolitik, dann erschöpft sich das oft in der Frage, wie ist die Breitbandversorgung, wie ist das von der Infrastruktur, dass die Frage, dass das digitale Wir sehr viel mehr Facetten hat, sehr viel mehr Fragen stellt, unsere Gesellschaft in all ihren Bereichen in einem sehr viel stärkeren Maße umkrempelt, als uns das vielleicht bewusst ist, das ist, glaube ich, etwas, wovon es sich lohnt oder wofür es sich lohnt, in der Tat intensiv sich darüber auszutauschen. Das ist natürlich und das ist für uns als ein nach wie vor führender Industriestandort ein ganz wichtiger Punkt, nämlich das Thema, wie bringen wir klassische Industriestruktur und moderne IT zusammen unter dem Stichwort Industrie 4.0. Auch das alleine wäre schon ein Thema, worüber man mehrere Workshops durchführen kann. Nicht nur, was bedeutet das technisch, sondern auch, was bedeutet das zum Beispiel für die Organisation von Arbeitsprozessen, was bedeutet das für das Verhältnis Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Gestaltung von Arbeitswelt überhaupt. Das ist etwas, wo wir ja gleich auch den Vortrag von Ihnen, Herr Professor Walzer, hören werden. Im Übrigen auch eines der Themen, die uns als Leitfrage massiv mitbegleiten in der aktuellen Diskussion um die Frage Fokussierung, Profilierung auch der saarländischen Hochschullandschaft. Wir haben aber weitere sehr interessante Workshops, bei denen ich mich schon heute ganz herzlich auch bei denen bedanken möchte, die diese Workshops mit abhalten. Das ist einmal das Thema digitale Medien in der lebenslangen Bildung, von Herrn Professor Dr. Igel geleitet. Auch ein Thema, mit dem wir uns im Saarland ja schon seit vielen Jahren beschäftigen, lebenslanges Lernen in Zeiten der IT. Was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das für das Konzept der Selbstlerner? Was bedeutet das für das Konzept, wie ein Land auch, eine öffentliche Hand, Weiterbildungsangebote anbietet? Und das ist ja ein fester Bestandteil, zum Beispiel beim jährlichen Lernfest im Deutsch-Französischen Garten, dass wir auch über dieses Thema reden und freue mich sehr, Professor Igel, dass Sie heute hier sind und diesen Workshop auch leiten werden. Gleichzeitig darf ich mich bei Frau Rechtsanwältin Daniela Wagner, ich schaue gerade, wo sie ist, hier vorne, recht herzlich bedanken für die Leitung des Workshops »Das digitale Ich« zwischen Transparenz und Privatheit. Das ist sicherlich auch mit Blick auf die Rechtswissenschaft eine der spannendsten Fragen, die wir zurzeit überhaupt haben. Wie schütze ich das Recht auf Privatheit in einer digitalen Welt? Wie schütze ich es vielleicht vor den Privaten selbst, die allzu offen und verschwenderisch mit ihren Daten umgehen? Wie schaffe ich Bewusstsein? Aber für mich stellt sich auch die Frage, wie müssen wir auch in einer digitalen Welt die Rechtssysteme
von dem analogen System auf das digitale System umstellen. Und ich glaube, wenn man sich gegenwärtig auch die öffentlichen Schlagzeilen anschaut, die rechtspolitische Frage schlechthin. Und ich freue mich sehr auf die Ergebnisse aus diesem Workshop. Das Gleiche betrifft das Thema die digitale Familie. Frau Sabine Frank, Leiterin Jugendmedienschutz und Medienkompetenz von Google Deutschland. Ich gucke gerade hier vorne. Auch das ein Thema. Jeder, der Kinder hat, kennt das Thema. Wie gehe ich damit um? Ich glaube, wir sind uns alle einig, ein striktes Verbieten ist absolut kontraproduktiv, bringt gar nichts, hat schon beim Fernsehen nichts gebracht, bringt auch bei anderen Medien nichts. Aber was heißt das eigentlich für die Erziehung auch? Wie muss ich Kompetenz schaffen, um Menschen oder um Kinder und Jugendlichen zu Menschen zu erziehen, die wirklich sehr bewusst, sehr selbstbestimmt und sehr selbstverantwortet auch mit diesem Thema umgehen? Und was müssen die Unternehmen, die letztendlich auch davon profitieren, dazu beitragen? Eine ganz spannende Frage. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ja, und dann haben wir ein spannendes Thema, der digitale Hypochonder. Ich musste auch zweimal lesen, was das bedeutet, wie neue Medien unser Denken und unsere Emotionen beeinflussen. Das will ich vielleicht an einem eigenen Beispiel deutlich machen. Ihnen geht sicherlich so wie mir, wenn Sie vorher, wenn Sie das Glück hatten wie ich, transportiert zu werden und nicht immer selbst fahren zu müssen, dann glaube ich, hat man früher die Gelegenheit genutzt, die ein oder andere Akte zu studieren oder vielleicht auch die ein oder andere Ruhepause einzulegen. Heute nutzt man die Gelegenheit eher, um mal zu schauen über Twitter oder über die Online-Angebote, was gibt es dazu alles zu lesen. Und da gibt es ja die einschlägigen Medien, ob das Spiegel Online ist oder Focus Online oder andere. Und dann fällt auf, dass bei diesen Online-Medien immer tolle Rubriken dabei sind. Also schön im Schlaf, in digitaler Form, durch 10 Klicks 10 Kilo abholen oder irgendwelche neuen Erkenntnisse zu irgendwelchen neuen Krankheiten. Und ich kann Ihnen nur sagen, was ich mittlerweile auf den Dienstreisen auf der Rückbank über neue Krankheiten und Ansteckungsmöglichkeiten alleine über Focus Online erfahren habe, das habe ich in vielen Jahren vorher nicht gesammelt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das Menschen krank macht, alleine in dem Bewusstsein, dass es so etwas geben könnte. Selbst wenn gar nicht klar ist, ob es so etwas wirklich gibt, aber alleine die Möglichkeit, dass es so etwas geben könnte, macht Menschen oder kann Menschen krank machen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass Frau Dr. Med. Beate Franke, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm, heute hier ist und genau darüber auch einen Workshop leiten wird. Vielleicht gucke ich dann demnächst lieber in was anderes als in diese einschlägigen Foren. Und dann haben wir am Ende die digitale Partizipation im Zeichen des demografischen Wandels. Auch das ein sehr spannendes System. Dazu herzlich willkommen, Richard Gutjahr, ein Journalist und Blogger. Wir erleben ja zunehmend, dass neben den klassischen Medien, wenn ich gerade eben Focus Online, Spiegel Online angesprochen habe, auch das ist schon eine ganz konkrete Weiterentwicklung, etwa der Printverlage selbst neben dem analogen System in ein digitales System zu gehen. Und wir erleben ja schon, wie sich die journalistische Arbeit im analogen Bereich sozusagen rückkoppelt mit dem im digitalen Bereich, wie es beeinflusst wird. Aber wir erleben auch zunehmend, dass über entsprechende Blogs, dass über entsprechende Foren auf ganz neue Kanäle Meinungen gebildet werden, Bewegungen in Gang gesetzt werden. Bestes Beispiel sicherlich mit dafür der arabische Frühling, der überhaupt erst durch die neuen Medien so zu einer Massenbewegung werden konnte. Auch das ein ganz spannendes Thema und auch Ihnen ein herzliches Dankeschön, dass Sie hier sind. Also Sie sehen, meine sehr geehrten Damen und Herren, es sind alle Voraussetzungen geschaffen für einen wirklich spannenden, erkenntnisreichen Nachmittag und ganzen Tag hier in der Staatskanzlei. Wir haben auch das Wetter entsprechend schlecht bestellt, dass niemand den Eindruck hat, bei strahlendem Sonnenschein, er wäre vielleicht besser draußen aufgehoben. Insofern freue ich mich auf spannende Ausführungen, wünsche Ihnen einen spannenden Austausch in den entsprechenden Workshops und nachher bei der Podiumsdiskussion und natürlich auch dem Get-Together und insgesamt mehr Erkenntnisse, mehr Klarheit bei der Frage, was ist eigentlich das digitale Ich und was bedeutet das für uns alle. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
herzlichen Dank. Das war die Eröffnung, das war unsere Ministerpräsidentin. Wir sind zu Gast in der Staatskanzlei des Saarlandes, bauen kurz mal etwas um für den Vortrag von Professor Walster. Brauchen wir A, einen Beamer, der leuchtet. Leuchtet bestimmt gleich. Wir brauchen eine Leinwand, auf die man etwas projizieren kann. Shutter drückte ich. Das wird alles, also das wird hier alles wunderbar sein, dann kriegen wir bestimmt, das wird alles werden. So, gut, wir freuen uns über Professor Walster und seine Keynote. Professor Walster ist der Chef des DFKI, er hat den, hier vielleicht nochmal, einmal schattern. Ich gebe Ihnen das mal. Er wurde 2001 ausgezeichnet mit dem Zukunftspreis des deutschen Bundespräsidenten. Er ist Mitglied der Nobelpreisakademie und einer der Väter von Industrie 4.0. In dem Berufe auch ungefähr gleich unterwegs, deswegen Professor Walster. Sehr geehrte Frau Ministerin, Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer, sehr geehrte Gäste, liebe Freunde und Kollegen, in den nächsten 20 Minuten will ich ganz kurz in das Thema Internet der Dinge und Internet der Dienste, ganz speziell Industrie 4.0, aber auch in das Jahr der Wissenschaft einführen, was dieses Jahr das Thema, ich habe das Logo hier nochmal dargestellt, digitale Gesellschaft hat. Ich hatte das Vergnügen, mit Frau Bundesministerin Wanka in Berlin den Startschuss zu geben. Das war schon im Februar eine Veranstaltung, wo wir zusammen mit der Fraunhofer-Gesellschaft, einigen Wissenschaftlern und Industriellen dieses Thema eröffnet haben. Man kann heute sagen, und das ist ja die aktuelle Diskussion auch hier übrigens im Saarland in der Wissenschaft, dass die Informatik die Rolle, die für Jahrzehnte die Mathematik hatte, und die gesamten Wissenschaften ja revolutioniert hat, dass das heute die Informatik ist. Und wir sind sehr stolz, glaube ich alle, dass wir hier wirklich im Saarland einen Leuchtturm für die Informatik haben. Wir haben immer wieder Spitzenplätze belegt, aber wir sehen die Informatik nicht ganz so eng, sondern wir sagen, die Informatik profitiert davon, dass sie sehr viele Anwendungszweige hat. Das geht von der Medieninformatik, die wir etabliert haben, über Sportinformatik, Rechtsinformatik, Energieinformatik, heute ganz aktuell, Neuroinformatik, Computerlinguistik, Bioinformatik bis hin zur Wirtschaftsinformatik, die ja Professor Scheer hier in Osnabrücken heraus in ganz Deutschland etabliert hat. Das heißt also eine Ausstrahlung der Informatik in andere Fachdisziplinen, das ist auch unser Konzept hier für die Universität des Saarlandes. Und das geht aber weiter. Das ist fast schon eine philosophische Frage, dass wir sagen, Informatik, Digitalisierung heißt ja, dass wir nicht nur Strukturen abstrakt, wie man das früher in der Mathematik gemacht hat, beschreiben, sondern dass wir die dahinterliegenden Prozesse verstehen, simulieren können, voraussagen. Und das ist die neue Natur. Sie erinnern sich vielleicht aus der Schulzeit noch an das Zitat von Kant, der ja gesagt hat mal, also es gibt gar keine vernünftige Wissenschaft, die nicht auf Mathematik basiert. Heute kann man sagen, ohne Informatik kann man praktisch eigentlich keine Disziplin mehr betreiben. Deshalb ist dieses Gebiet, was wir heute diskutieren, auch meiner Ansicht nach so wichtig. Ich bin ja, Herr Kager hat es gesagt, auch in der Nobelpreisakademie, wenn wir dort über Preisträger diskutieren, darf ich Ihnen verraten, dort ist keiner mehr dabei, selbst in Physik oder Chemie, der nicht seine Dinge mit Informatik entwickelt hat. Also die Digitalisierung aller Wissenschaften, das wollte ich voranschicken. Das ist der wissenschaftliche Aspekt. Hier geht es aber um Gesellschaft und Wirtschaft. Man kann heute konstatieren, es gibt auch keinen anderen Innovationstreiber als die Digitalisierung in den wichtigsten Wirtschaftsbranchen. 80% der Automobilindustrie sagt heute ganz klar, unsere Innovationen, die kommen nicht mehr wie früher aus nur den Materialien oder aus dem Maschinenbau, sondern nein, in der Automobilindustrie, es ist IKT, also Informations- und Kommunikationstechnik. Das Gleiche, und das ist für Saarland ganz wichtig, da wir neben Informatikland ja auch bekanntlich Autoland sind. Zweiter großer Bereich ist die Logistik. Auch hier hatte, ich erinnere mich noch, Wirtschaftsminister Georgi AD früher schon Informatik und Logistik hier im Saarland, den ersten Kongress, vor über 10 Jahren.
Auch das ist ein Thema, was sich so etabliert haben. Denken Sie an Amazon, denken Sie an den Versandhandel. Ich komme nachher noch drauf. 80% Innovation dort und schließlich auch in der Medizintechnik ist das heute so, dass es eigentlich nicht mehr die Physik der Scanner ist, sondern die Bildauswertung, die Informatik, die dahinter ist. Also ganz klar Innovationsmotor Nummer 1. Und nun haben wir den großen Vorteil hier im Saarland und in dieser Region, und das ist eine ganz neue Studie nochmal der Europäischen Union, dass wir hier wirklich das Zentrum, wir sprechen vom Silicon Valley, nicht der Hardware, sondern der Unternehmenssoftware. In diesem Kreis, da gehört Saarbrücken dazu, zusammen mit Darmstadt, Kaiserslautern, bis hin zu Karlsruhe, dieser Südwesten. Das ist erklärtermaßen, wir haben bei weitem Berlin und München, die ja oft zitiert werden, hier abgehängt. Sie sehen es in dieser Grafikauswertung nochmal. Also da haben wir ein tolles Privileg in diesem Bereich. Und deshalb freut es mich so, dass wir heute auch diesen Tag der digitalen Gesellschaft hier im Saarland beschreiben. 11.000 Softwareunternehmen insgesamt in dieser Region im Südwesten, 120.000 Mitarbeiter, Beschäftigung im Bereich Software. Und Sie sehen, die einzigen, die da noch konkurrieren können, ist Frankreich, zugegebenermaßen, die haben da sehr investiert, um Paris herum und natürlich bekannt auch London, die auch sehr viel Geld investiert haben. Aber wir stehen auf gleicher Höhe, das heißt Augenhöhe in der Champions League, unser Südwest-Software-Cluster mit diesen beiden europäischen Clustern. Das ist die erste Liga, sehen Sie die zweite und in der dritten Liga kommt dann erst München und Berlin, die ja oft sich damit brüsten, was aber, wie gesagt, empirisch nicht ganz stimmt. Ja, wie sieht das Internet der Zukunft aus? Da gibt es vier wesentliche Säulen. Das eine ist das Internet der Dinge, wo also Gegenstände miteinander vernetzt sind. Das zweite, ganz wichtig, das sind die Dienstleistungen, die auf diesen vernetzten Plattformen aufsetzen. Internet der Dienste, sagen wir dort. Und eine dritte große Strömung ist, das ist auch ganz neu, in den letzten Monaten erst aufgekommen, der Begriff taktiles Internet. Das soll jetzt bedeuten, dass wir ein Internet haben, was wirklich im Millisekundenbereich, sogar kleiner als eine Millisekunde, Reaktionszeit zeigt. Das ist ganz wichtig, das brauchen wir auch, weil wir heute noch zu lange Latenzzeiten haben. Das Internet wurde in letzter Zeit ein bisschen optimiert auf Breitband. Die Ministerpräsidentin sprach an, viele wollen da Videos sehen und so weiter. Das ist Breitband, aber da kommt es nicht so auf die Geschwindigkeit an. Manchmal wartet man schon ein paar Sekunden, bis das Video endlich mal anfängt zu spielen. Da kommt auch noch Werbung und dann kommt vielleicht der Film. Bei Steuerung ist das was anderes. Da brauchen wir ganz geringe Wartezeiten, wenn wir zum Beispiel ein Auto fernsteuern wollen, das wird es in Zukunft geben, dass ich meinen Leihwagen nicht mehr zurückbringen muss, sondern der wird dann von der Leihwagenfirma, aber ohne Fahrer, im Internet zurückgeholt. Dazu brauche ich natürlich extrem schnelles Internet. Das brauche ich auch bei Industrie 4.0 und daran arbeiten wir jetzt in der digitalen Agenda auch der Bundesregierung als nächsten Schritt vom Breitband zur geringen Latenzzeit. Schließlich das semantische Web. Darüber habe ich hier auch schon mal gesprochen. Da geht es ja darum, dass wir keine Suchmaschinen wollen, wo wir nur irgendwelche Zeichen eingeben und dann kommt irgendwann mal ein Wust von möglichen Dokumenten. Ich muss mir die Antwort selber raussuchen, sondern wir wollen Antwortmaschinen. Ich stelle eine Frage und will im Klartext auch die Antwort. Das ist ja der Traum eigentlich von einer wirklichen Antwortmaschine, weg von den Suchmaschinen. Das nennt man semantisches Web. Auch da sind sehr gute Fortschritte zu verzeichnen. Wir wissen alle, der digitale Computer wurde ja in Deutschland, in Berlin-Kreuzberg, von Konrad Zuse 1941 erfunden. Da gab es noch den Computer, der zentral war. Viele Menschen mussten sich ein digitales System teilen. Das hat eine Zeit gedauert, dann kam der persönliche Computer, kennen wir alle noch, 80er, 90er Jahre. Darüber sind wir aber auch lang hinweg. Wir sprechen heute von der Post-PC-Ära. Wir sind regelrecht von Computern umringt. Gucken Sie in Ihre Tasche, da haben Sie vielleicht ein, zwei Smartphones. Sie haben vielleicht noch ein Pad dabei. Zu Hause haben Sie Notebook, PC. Wenn Sie ins Auto einsteigen, sind 70 Computer normalerweise im Mittelklassewagen um Sie herum. Steigen Sie in den Airbus, 400 Computer und so weiter. Wir leben also in instrumentierten Räumen. Wenn wir jetzt hier in diesem Raum rumzählen, wette ich drum, sind mindestens 100 Computer gerade tätig. Das sind aber Computer, die im Verborgenen arbeiten, die wir nicht als solche wahrnehmen, wollen wir auch nicht, sondern man spricht von Ubiquitous oder Pervasive Computing und es entstehen diese 90%, die im Verborgenen sind. Von der Waschmaschine bis zum Adidas
Turnschuh oder unserem Personalausweis sind diese eingebetteten Systeme immer tätig. Trotz all dieser technischen Entwicklungen ist das Datenvolumen extrem. Es steigt immer noch exponentiell tagtäglich an. Ein Beispiel ist YouTube. Ein Saarländer übrigens, der bei mir studiert hat, früher bei mir Mitarbeiter, ist jetzt YouTube-Chef in San Francisco. Ich habe ihn kürzlich besucht und er sagte, er muss jede Woche mehrere Trucks, also Last-LKWs mit Speicherplätzen immer wieder ranrollen. Warum? Weil pro Minute 48 Stunden Videomaterial in YouTube immer neu eingestellt. Also pro Minute 48 Stunden Video noch dazu. Ja? Das ist ja gigantisch. Und der beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Einkauf von Speicherplatz und der Verteilung des Speicherplatzes, weil eben das so stark ansteigt. Und das gilt ja für alles, wenn Sie bei Facebook gucken, 68.000 Mitteilungen allein pro Minute weltweit neu. Das führt natürlich zu gigantischen Speicherproblemen und da kommt auch ein gewisses Bedenken in letzter Zeit sehr stark natürlich durch die NSA-Skandale bereichert, dass doch viele Mitbürger sehr kritisch werden. Und wenn man guckt, dass Facebook gerade neu eröffnet, in Alaska übrigens, da spart man dann Energie, weil man nicht so stark kühlen muss, 28.000 Quadratmeter, 760 Millionen Euro allein speichern, um diese ganzen Likes und Dislikes sozusagen zu speichern. Wir haben also Sorgen um die Privatheit. Das soll ja später auch diskutiert werden. Wir haben uns im Rahmen der Forschungsunion auch bei Akkatech sehr ausführlich damit beschäftigt. Und man kann ganz grob zusammenfassen, die Digital Natives, das sind die Jüngeren, die damit geboren wurden, die schon gleich ihr iPhone sozusagen bei der Einschulung bekamen, die befürchten auch schon, ja, zwar nicht ganz so tief, aber die sagen, ach, ich möchte auch nicht von anderen Benutzern ständig beobachtet werden. Die Digital Immigrants, das sind wahrscheinlich die meisten hier im Saal, die befürchten, dass Betreiber persönliche Informationen sammeln, auswerten und auch zu Zwecken weitergeben, die sie nicht wünschen. Und schließlich gibt es die Digital Outsiders, das sind die, die vielleicht immer nur davon hören und immer noch nicht benutzen, das sind wenige. Aber die sind natürlich ganz völlig hilflos dieser Sache ausgesetzt und merken zum Teil gar nicht, was dort passiert. Trotzdem, trotz all dieser Gefahren, gibt es natürlich so enorme Vorteile, dass wir uns jetzt nicht ausklinken können und sagen, jetzt lassen wir das Ganze mit dem Internet und der Digitalisierung. Ich habe Ihnen hier mal mitgebracht, wie das heute schon möglich ist, einen ganzen Alltag. Sie haben eben den Spiegel, nicht wenn ich im Bad bin, wir haben solche Systeme entwickelt, kriegen Sie schon gleich Nachrichten personalisiert. Wenn Sie das Frühstück vorbereiten mit Ihren Kindern, können die Kinder heute, ist auch keine Version mehr, ist möglich, schon gleich mit der Großmutter kommunizieren über Skype, auf dem Herd. Ja, ist natürlich toll. An sich für das Familienleben ja nichts Schlechtes. Fördert sicherlich. Wenn Sie im öffentlichen Nahverkehr sind, kriegen Sie das Ganze gleich auf einer digitalen Karte angeboten, kriegen tolle Angebote, kriegen Wegweisungen, wie Sie die Dinge finden. Das alles ist als sprachbarrierenneutral und im Beruf, kennen wir das alle, geht es ja ohne Digitalisierung nicht. Wir haben im DFKI in den letzten Jahren solche Zukunftslabore aufgebaut, weil wir meinen eben, dass sowohl in der Fabrik, ich sagte das gerade, in der Fabrik so etwas ganz Wichtiges, aber natürlich auch beim Einkauf, in der Mobilität, bei der Exploration gefährlicher Umgebungen, wenn wir dran denken, das riesige Problem, wie bauen wir eigentlich die Atomkraftwerke zurück, das können wir nicht mit Menschen, da müssen wir auch Roboter und Mensch zusammenarbeiten, um das überhaupt in kontaminierten Bereichen zu machen. Seniorenwohnung, riesiges Problem, wie statten wir eigentlich die Wohnung so aus, dass Menschen sehr lange noch in ihren eigenen vier Wänden leben können. Stadt der Zukunft haben wir jetzt in Kaiserslautern gerade gestartet, wie können wir dort die Technik in der gesamten Stadt so ausfalten, dass ein besseres Leben möglich ist und eben, was ich gleich darstellen werde, die Fabrik der Zukunft. Selbst im Rennsport, wenn Sie heute Formel 1 sich ansehen, gehen Sie davon aus, Sie sehen hier sitzen 7 Leute, die sitzen hinter den Terminals und steuern quasi den Formel 1 Wagen. Der Formel 1 Fahrer arbeitet voll digital. Viele werten die Daten des Fahrzeuges völlig ständig aus. Und das bedeutet, dass die Digitalisierung heute so weit um sich greift, dass wir auch nicht mehr mit Tastatur und Maus arbeiten werden, sondern ganz klar andere Medien. Wir können heute Spracheingabe, Sie alle kennen Siri oder vergleichbare Systeme, Gestik, Mimik, physische Aktionen, die das System beobachtet, bis hin zur Biometrie, also
Gehirn lesen, Gedanken lesen. Auch das geht. Hier ein ganz extremes Beispiel, was sicherlich nachher noch diskutiert wird in den Workshops, was auch ethische Probleme aufwirft. Ich war gerade in Haifa in Israel auf einer Tagung, wo wir diskutierten, Gehirn zu Gehirnkommunikation, muss man sich vorstellen. Also Sie haben hier einen Menschen, der hat so eine EEG-Kappe auf, da lesen wir die Gehirnströme und er denkt jetzt daran, dass er gerne möchte, dass ein Bekannter von ihm einen Knopf drückt. Das denkt er, der Computer erkennt das, das wird über Internet in einen anderen Raum geleitet und hier oben sehen Sie den Herrn mit der Kappe, das ist jetzt sein Freund im ganz anderen Gebäude und dort ist ein sogenanntes TMS-System, das regt das Gehirn an, etwas zu tun. Und in dem Fall unwillentlich drückt er auf einen Knopf. Man muss sich das vorstellen, also nur zwei Gehirne, es passiert gar, es wird keine Sprache gesprochen, auch auf dem Bildschirm sieht man nichts, sondern es geht direkt von dem einen Gehirn in das andere Gehirn, das Gehirn macht dann was. Man kann sich vorstellen, in gewissen Dingen, medizinischen Kontext, sinnvoll, in anderen sehr gefährlich und sicherlich nicht gut. Ich möchte nicht die juristische Debatte sehen, ja, wenn jemand sagt, ja, also ich denke mir, der soll mal einen Schuss auslösen, der löst den Schuss, der wollte aber gar nicht, sondern wird gezwungen quasi über die Gehirn und so weiter. Also man kann sich da vieles ausdenken. Ich will damit nur zeigen, es gibt Randbereiche, wo man sich sehr genau überlegen muss, ist es sinnvoll. Tragbare Computer ist ja heute das nächste Welle. Alle haben hier Smartphones, da bleiben wir nicht stehen. Wir werden in Kürze, ich selbst habe so eine Android-Uhr zum Beispiel oder meine Frau benutzt beim Sport oder Schlafen so ein Jawbone-App, rennen sehr viele Leute damit rum, wo dann ihr Schlaf beobachtet wird. Übrigens da sehr interessant, wieder bei Facebook, 50 Millionen pro Tag Schlaftracks, also wo ich weiß, wie haben Mitbürger geschlafen, wann hatten die Tiefschlaf und so weiter, werden gespeichert. 50 Millionen solcher Schlafbeobachtungen, wenn Sie jetzt mal nachgucken, wie haben Ihre Mitarbeiter geschlafen, ja, oder wie lange haben die geschlafen oder wie oft waren die in der Nacht zur Toilette gegangen oder was weiß ich. Das ist schon auch wieder die Frage des Datenschutzes, die werden aber im Moment von Jawbone gespeichert. Also das ist so die nächste Welle der Digitalisierung, dass man sich das mitträgt, auch da sicherlich interessant zu diskutieren, Vor- und Nachteile. Big Data ist ja das Thema, das ich also erkannt habe, diese großen Datenmengen, das ist natürlich ein Wirtschaftsgut. Das ist nicht nur immer Werbung, ich kann das für viele sehr interessante Zwecke nutzen, auch zur Vorbeugung. Wir machen jetzt gerade in Brasilien bei der Fußball-Weltmeisterschaft eine Beobachtung der Menschenmassen, die in die Stadien drängen, aus einem guten Grund, weil die Polizei eben versucht, das so zu kanalisieren, dass so etwas wie in Duisburg nicht passiert. Das ist ja durchaus extrem sinnvoll, diese Daten dafür zu benutzen. Also es gibt Vorteile, Nachteile, wie überall. Bei den Produktionsdaten ist es ganz klar, ohne Produktionsdaten können wir die Industrie nicht weiter optimieren. Auch beim Smart Grid in der Energie brauche ich natürlich sogenannte Verbrauchsprofile, um viel genauer voraussagen zu können, wie viel Energie ich in den nächsten Tagen brauche. Also um diesen sogenannten Lastausgleich zu automatisieren, brauche ich diese Massendaten. Also in allen Fällen ist dieses Smart Data sicherlich sinnvoll. Wir waren auch die Ersten in Deutschland, die die Google-Brillen bekamen, haben also damit gearbeitet. Es gibt sehr viele Vorteile. Das Ganze ist noch nicht so ausgereift, dass man sagt, das ist jetzt das Ultimum. Aber das ist eben auch eine typische Sache, dieses Wearable Computing, tragbare Computing, dass ich eben die Brille aufsetze. Und auch da wieder sehr gute Anwendungen, die jedermann bestimmt gefallen, wenn Sie besondere Erlebnisse haben. Sie machen so eine Ballonfahrt oder Sie sind jetzt unterwegs auf der Kirmes hier im Saarland und wollen Ihren Enkelkindern da was schicken, dann ist das sicherlich schön, dass man das sofort sharen kann, an andere übermitteln. Die sehen da mit und erleben mit. Also sicherlich eine gute Welt. Er hat die Google-Brille selbst beim Sprung aus einem Flugzeug raus. Nun, wir beschäftigen uns hier bei Industrie 4.0 natürlich sehr stark mit den Arbeitsaspekten. Solche Werker, die jetzt mit der Brille arbeiten, das haben wir in unserer Smart Factory realisiert, die kriegen praktisch mit der Brille Anweisungen oder Hinweise, wie sie die Arbeit besser verrichten. Denken Sie an Wartungstechniker, denken Sie an das Umrüsten bei Industrie 4.0, wo der Mensch viel stärker herausgefordert wird, weil die Prozesse in der Industrie sich viel stärker adaptieren. Wir arbeiten hier mit Bosch Homburg zum Beispiel zusammen, wo wir feststellen,
Fast wöchentlich werden die Prozesse gewechselt. Früher hat ja ein Werker über Monate, manchmal Jahre, immer dieselbe Tätigkeit durchgeführt. Das ist heute vergessen, weil die Industrie so volatil ist, ständig neue Produkte, neue Prozesse machen muss, dass dieser Lernprozess, die Ministerpräsidentin sprach es ja an, sozusagen das lebenslange Lernen, auch in der Fabrik in situ vor den Objekten stattfindet. Und da ist wieder so eine Brille eigentlich eine tolle Sache, weil ich dort eben sozusagen beim Arbeiten auch noch lerne. Bei der Mobilität machen wir uns auch sehr viele Gedanken. Und zwar, wie kann das passieren, dass wir Elektromobile so nutzen, dass sie wirklich einen Mehrwert bieten. Wir haben dort Fahrzeuge entwickelt, die sich nicht nur auf der Stelle drehen können, nein, diese Geräte können sich auch sogar eine Treppe hochlaufen oder hier nach dem ICE-Prinzip auch koppeln, zusammenkoppeln, entkoppeln an der Autobahn und dadurch Energie sparen, weil die jetzt die Energie austauschen. Außerdem ist es ja physisch besser von der Strömungsmechanik her. Und Sie sehen es hier, dieses Auto, das gibt es wirklich, mit dem können Sie auch schon fahren. Das kann solche Stufen hochgehen, das kann die einzelnen Räder bewegen. Und was auch sehr schön ist, es kann sich selbst zusammenziehen, braucht also weniger Platz. Wir testen das jetzt gerade in China. In Deutschland gibt es ja den TÜV, der hat das noch nicht zugelassen. In China geht das. Wir haben einige dieser Autos mit dem Bundeswirtschaftsministerium nach China geliefert und dort wird es jetzt getestet. Andere Seite der Digitalisierung, ich sagte schon, die Logistik. Wenn wir kurz angucken, Globus, mit denen arbeiten wir, ist sehr innovativ, hat jetzt gesagt, naja, bei dem Frische, es wird immer mehr Einzelhaushalte geben, viele Leute haben nicht die Zeit, wir machen Globus Drive, dort bestellen sie im Internet und sie holen es selbst noch ab. Aber wenn sie ankommen, ist alles schon gepackt. Da war das Saarland führend, in der Nähe von Saarlouis, Ensdorf, haben wir die erste solche Globus Drive. In den USA ist man noch einen Schritt weitergegangen mit Amazon Fresh. Kriegen Sie jetzt schon mit Amazon innerhalb einer Stunde, nachdem Sie bestellt haben, Salat, Fleisch, alles frisch geliefert. Google macht das jetzt auch in Kalifornien. Das führt aber auf der anderen Seite, als Schattenseite in den USA, zum Sterben von Supermärkten. In den USA ist in den letzten 3 Jahren die Hälfte aller Malls geschlossen, muss man sich vorstellen. Alle diese Malls, das wird auch in Deutschland auch kommen, die so um die Ballungsgebiete herum sind. Sie können das in den USA, es gibt eine schöne Seite, Dead Malls. Da sind über 300 Malls auch bildlich abgebildet, sehen Sie überall, da wächst das Gras, die Parkplätze sind leer, sie stöbern in diesen riesen Malls, die man gebaut hat, rum, keiner kommt mehr, das Geschäft ist vergangen. Also das wird uns hier auch noch ereilen wahrscheinlich, das ist ein bisschen zeitverzögert, dass dieser Fall eintritt. Das ist auch für Politiker sicherlich sehr wichtig, das vorauszusehen. Ich habe hier noch ein ganz extremes Beispiel, Digitalisierung überall. Kürzlich war ich in Berlin an der Friedrichstraße, da habe ich genau das beobachtet, digitales Betteln. Es gibt tatsächlich eine Bewegung, Bettler, die jetzt, hier sehen Sie einen, der hat so einen QR-Code, andere halten ihr Handy hoch, also vor dem Verlag Düßmann saßen da 2 Herren, die zeigten mir ihr Handy und ich sage, kein Geld, aber nee, PayPal. Ich soll also mit PayPal die Spende machen. Spenden über PayPal. Ich habe mir dann überlegt, eigentlich ist es ganz sinnvoll, denn viele dieser Herren gehen gleich zum Alkoholshop oder Rauschgift oder sonst was. Das kann ja nicht passieren. Mit PayPal ist vielleicht sogar besser. Und wie gesagt, es gibt eine ganze Menge, auch in London, ganzen Bericht darüber. Lazy Beggars heißt das. Die haben eine eigene Webseite. Also selbst betteln digital. Zum Schluss noch ganz kurz zu dem Thema Industrie 4.0, was ich nur anreißen konnte schon. Industrie 4.0 heißt ja, dass wir eine nächste Welle der Industrieautomatisierung reingehen. Wir haben diesen Begriff deshalb gewählt, weil wir sagen, es ist eine völlig neue Qualität. Wir können nämlich einzelne individuelle Produkte, das ist das offizielle Plakat der Bundesregierung, wo Sie diesen roten Bären da sehen, diesen roten Teddybären, wo wir also ein individualisiertes Produkt herstellen unter den Bedingungen der Massenproduktion. Also letztendlich machen wir was Individuelles, das sieht auch ganz toll aus, ist wie gesagt der rote Teddybär, aber der wird eigentlich so gefertigt, nicht per Hand, sondern auch mit Maschinen in den Fabriken, die wir jetzt haben. Das ist genau das Ziel bei Industrie 4.0, weil wir festgestellt haben, Premiumprodukte und die stärker individualisiert, das ist eigentlich die Nische, wo Deutschland als Produktionsland schon sich sehr gut gehalten hat. Übrigens beim Auto ist das schon so, jedes Auto, was Sie kaufen von den deutschen Marken, ist eigentlich ein Unikat. Dieses Auto gibt es in genau dieser Konfiguration eigentlich nicht. Und da kann man sagen, da sind wir im Saarland wirklich Pioniere.
Ich habe den Begriff ja selbst mit Herrn Kagermann geprägt und wir haben dann sehr schnell angefangen, im Saarland das umzusetzen. Wir haben heute mit Festo, mit Bosch, Rexroth hier im Saarland große Projekte von der Bundesregierung gefördert. Und wie Frau Ministerpräsidentin gerade sagte, durch Informatik und Produktionsstandort zusammen haben wir natürlich hier riesige Chancen, die wir als Betrieb, als Industriestandort nutzen sollten. Es ist ja so, dass wir die höchste industrielle Wertschöpfung nach Baden-Württemberg hier im Saarland haben und eben die Dichte der Beschäftigten in der Automobilindustrie extrem hoch ist. Hier ist so die saarländische Landkarte mit einigen der Leute, die sich heute schon aktiv in dem Programm Industrie 4.0 beteiligen, und das werden ständig mehr. Wir haben entsprechende Veranstaltungen mit der IHK sehr erfolgreich gemacht. Lassen Sie mich im Schluss mal ein konkretes Beispiel noch mal durchgehen, was das eigentlich bedeutet, Industrie 4.0. Ich habe hier so ein Beispiel, eine sehr erfolgreiche Firma, die Müsli individualisiert herstellt. Sie klicken also im Internet Ihr Müsli regelrecht zusammen. Wir haben hier 566 Milliarden Möglichkeiten von Müslis, weil wir 100 Inhaltsstoffe haben und die grammgenau, ich kann also sagen, ich möchte da 5 Gramm Rosinen, 5 Gramm Haselnüsse, 15 Gramm noch, was weiß ich, andere Nüsse drin haben, dann wird das gemischt und dann kriege ich das geliefert. Wie funktioniert das? In der Industrie, Sie kriegen praktisch einen Behälter, dieser Behälter, der weiß, was er will, der geht sozusagen zu den Maschinen hin und sagt, ich möchte noch das haben. Also sozusagen diese Apfelmaschinen, die geben nicht das Kommando, jetzt bitte rein, sondern eigentlich das entstehende Produkt, und das ist das Neue bei Industrie 4.0, das entstehende Produkt sagt, wo es längst geht, zu den Maschinen, und am Schluss haben wir das individualisierte Produkt. Das ist eine ganz neue Art der Produktion und so stellen wir das vor. Wir haben das in der Smart Factory schon realisiert. Ich hatte in der Zeit, im Januar kam das, ein Interview gegeben und hatte dort mal den Vergleich gemacht, wenn wir die klassische Industrie haben, Industrie 3.0, dann hat man das wie bei einem Staatsorchester. Ja? Da steht ein Dirigent, der sagt genau, jetzt die Maschine, das muss alles zusammenlaufen. Sie können sich vorstellen, dass wenn ich ständig neue Partituren habe, ist das extrem schwierig für die Musiker und für den Dirigenten. Und wir haben hier den Vergleich mehr mit Jazz, wo es zwar auch ein Grundmuster gibt, aber sehr viel Improvisation der einzelnen Maschine. Es ist sehr viel mehr Autonomie möglich. Wichtig ist aber, dass die Maschinen untereinander sich auch verstehen. Deshalb ist dieser Aspekt Maschine-zu-Maschine-Kommunikation extrem wichtig in der Industrie. Lassen Sie mich zum Schluss sagen, oft wird ja die Industrie ein bisschen ausgespielt gegen Dienstleistungen. Und da fand ich sehr gut, als wir die Forschungsunion hatten, war Frau Seerbruck, inzwischen ist sie im Ruhestand vom DGB mal da und hat gesagt, nee Leute, also wir sind eigentlich dafür, dass wir nicht Produktion oder Dienstleistung, sondern wir wollen beides zusammen. Das haben wir uns dann auch zu Herzen genommen, haben gesagt, das ist eigentlich richtig. Wir wollen nämlich auf die Produktion Dienstleistung aufsetzen. Das heißt also produktbegleitende Dienstleistung, das ist eigentlich der zweite Schwerpunkt. Und ich darf sagen, wir haben da sehr stark geackert, nachdem wir den Auftrag bekamen und Industrie 4.0 gestartet haben, haben wir jetzt gerade bei der letzten Hannover, bei der letzten CeBIT der Bundeskanzlerin unsere Vorstellung für eine Smart Service Welt abgeliefert. Und sie hat das sehr positiv aufgenommen und wir sind jetzt gerade dabei, das umzusetzen. Wir werden also praktisch nach Industrie 4.0 jetzt noch eine große Agenda starten in ganz Deutschland zu dem Thema Smart Service. Service, der jetzt nicht klassisch sich als Dienstleistungsgesellschaft versteht, sondern sagt, das sind eigentlich Dienste, die ich nur digital oder hybrid auf solchen intelligenten Produkten aufsetzen kann. Das wird also sehr spannend und da hoffe ich auch, dass wir im Saarland da wieder ganz stark dabei sind. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, vielen Dank. Vielen Dank, Professor Walster. Nur mal so, wir haben 48. Der Zug hat keine Verspätung. Und der geht um 59 ab Hauptbahnhof. Vielleicht. Nö, später. Okay. Also, wenn das so ist, Hauptsache alle kriegen ihre Anschlüsse. Wir machen jetzt gleich weiter mit den Workshops. Wir haben fünf Workshops-Leiter. Die sind gerade kurz alle schon vorgestellt worden. Und wir haben fünf Workshop-Begleiter. Ja?
die werden die Gruppen mitnehmen, jeweils zu einem Workshop gehen. Der Workshop selber dauert dann 30, 35 Minuten und danach geht man zum nächsten. Die Idee ist abgeguckt dem World Café Format, wo man dann an Tischen sitzt. Der Moderator bleibt, die Gruppen wechseln. So, und wo sind jetzt unsere 5 Workshop-Begleiter, die heroisch die Gruppen durch die Staatskanzlei führen werden? Und darauf achten werden, dass hier alle bei allen Workshops dabei sind. So, hier haben wir die 5. Und die Farbe steht auch da, ausgezeichnet. So, aha. Das heißt, man merkt sich seine Farbe. Man bleibt bei der Farbe, geht immer mit. Und am Ende des Nachmittags hatten alle die Chance, in allen Workshops dabei zu sein. Wir treffen uns dann später alle wieder hier zur Podiumsdiskussion. Ich wünsche Professor Walzer, dass er einen Zug noch kriegt. Das ist so gut wie ausgeschlossen, aber nichts ist unmöglich. Okay, vielen Dank. Gibt es Daniel Wagner? Gibt es etwas, was ich vergessen habe zu sagen? Dann, wann fangen wir an mit den Workshops? In 5 Minuten. Also. Dann treffen wir uns in 5 Minuten mit den Workshops wieder. Es wird ein Workshop sein von Richard Gutjahr hier direkt im Kabinettssaal. Es wird ein Workshop sein von Beate Franke vorne im Entree. Und wir haben 3 Workshops im, wie heißt der, Palli Röder? Im Palli Röder. Alles direkt vorläufig. Vielen Dank und bis gleich.